So, wo müssen wir hin? Achso, wir müssen jetzt hier rüber. Okay, Feuer frei. Müssen wir noch irgendwas mitnehmen? Oh, warte mal, hier waren. Gibt es hier kein Telefon, wo wir unsere Tochter anrufen können? Okay, wir müssen hier raus. Okay, wir sparen uns den ganzen Ausweg hier. Whomever I saw leave Mrs. Doe's home left in a hurry. Let's hope they don't return. Now, to break in without being caught. Vor allem ist abgeschlossen worden. Hier ist aber nichts liegend, ne? Warte mal, hier gab es doch einen Nebenarm. Da kommen wir aber. Ne, kommen wir nicht lang. Okay. War ein Versuch wert. Haben wir irgendwas im Inventar? Nee. Nee, haben wir nicht. Okay. So, hier vorne müsste offen sein. Ich hoffe, Mrs. Doe has come to bed. Huch. Hier ist irgendwo was umge... Ah, der ist über die... Smashed glass. Genau. Better be careful. Ja, nicht, dass danach die Luft weg ist. Ah! Och nee. Aber wir können uns ja diesmal richtig reinwaschen. Wir bräuchten ja bloß sagen, ey, guck mal, wir haben aber den Täter fotografiert, ne? Also wenn dann wieder kommt, dass sie uns dann bei der Polizei anschwärzen möchte, was ja ihr gutes Recht ist. Could be useful. Oh. Okay. Wow. Hello, Mrs. Doe. Do not get caught, Robert. Wir können ja sagen, wir wollten gucken, was los ist. Weil wir gesehen haben, dass da einer rein ist. Wir haben ihn fotografiert und sind dann erstmal hin, um sie zu warnen. Ne? Und die Polizei hat nicht auf uns gehört. Wir konnten uns nicht auf uns aufmerksam machen. Was befindet sich? Okay, das ist die Aufgabe, da wollen wir jetzt auch ran. Also, da nicht. Da auch nicht, okay. Da ist das Brett, das sehen wir von hier. Da, ja. Well, budge. Mrs. Doe used something to pry it up. I should have been more prepared. There must be something down here I can use. Old photo frames. Das wird, glaube ich, zu heiß. Den müssen wir irgendwie rauskriegen, den Schürhaken. Warum auch immer der Schürhaken da drin ist. Wenn die alte Lady hier runterkommt und uns erwischt, können wir genau die gleiche Story eigentlich erzählen. Wir wollten nur helfen. Weil da war... Makes my small flat look like a prison cell. So klein ist deine Wohnung auch nicht. Also für eine Person... Ist doch umfangreich, ne? Vor allem ein eigenes Zimmer zum Nachdenken. Should I have called the police? No. The intruder will be long gone by now. It's up to me. Polish Mop Morning Cleaning Routine. Okay. Gut. Pub too noisy. Police didn't come. Drunken man urinates against my front. Schade, dass das hier gerade nicht übersetzt wird, ne?
betrunkener Mann hat gegen mein Tor gepieselt vorne, ne? Harold Levy has another fight on the phone for all to hear. Okay, Harold Levy war so laut, weil er wieder einen Streit am Telefon hatte. Heard a noise in my house, 28. Door banging upstairs, but stopped shortly after. Police refused to come. Okay, sie hat Geräusch gehört im Haus. Die Tür hat geklappert oben, aber hat sofort wieder aufgehört. Die Polizei wollte nicht vorbeikommen. Betrunkener küsst eine Frau draußen vom Haus. Shirley said she'd have a word. Shirley sagt, sie wird sich drum kümmern. Mhm. People leave through the front gate. Someone didn't lock it. Leute haben, sind durch das Vordertor rausgegangen, ne? Und einer hat nicht abgeschlossen. Und Shirley runs out of the house all... Ich kann es nicht lesen. So, ein bisschen so. All in a fluster. Okay. Hier noch irgendwas? Nee. Okay, sie ist sehr aufmerksam, ne? Wie hieß sie von der Lindenstraße? Ich komme nicht drauf. Oh. And what are you looking at? Ja. Ach, guck mal, die hat einen Lift. Der hilft uns bloß nicht viel, weil wir einen Rollstuhl haben. Wir können ja uns oben nicht weiter bewegen, es sei denn, oben steht ein Rollstuhl für uns parat. Oh, oh, ich bin in die falsche Richtung gefahren, verdammt. Da war ich jetzt richtig irritiert. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Oh, das ist abgeschlossen. Halt, Moment, kriegen wir doch bestimmt. Hä, nicht? Habe ich den nicht mitgenommen? Oder er kann nicht dafür genutzt werden? Still water. Cool, sogar die Flüssigkeit drin wabert. Das ist ja schön. Das gehört nicht zur Morgenroutine? Hier ist irgendwie Licht, warte mal. Dreh dich um. Dreh dich um. The basement. Damn this wheelchair. Okay, hier kommen wir nicht runter. Wir kommen auch nicht hoch. Okay, das wird trickreich. Ist eine komplette Tür sogar zugestellt. Nee. In der Schublade war nichts weiter drin, ne? Nee. Nee. Dann ist hier noch irgendwo was. I hope none of my neighbors are watching me right now. What would they say? Ja, ich hab dir gesagt, was du für eine Ausrede hast. Wie kommen wir an dem Ding daran? Heißer Schürhaken. Damit hätten wir schon ein paar mehr Möglichkeiten, aber den kriegen wir nicht. Ist hier noch was in der Kiste drin oder so? That's the box Mrs. Doe carried in. It's empty. Okay, gut. Dann mal hin. So, da geht's nicht weiter.
Kommen wir hier wieder raus? Warte mal. Nee. Also, wir haben alles hier in dem Gebäude drin, womit wir weiterkommen könnten. Ne? Aber womit? Warte mal, vielleicht hat die Büste ja hier irgendwas. Ich hab's bloß übersehen. Drehen können wir sie nicht. Nee. Irgendwas übersehe ich hier, warte mal. Aber was? Vielleicht doch hier bei den Blumen? Da ist was abgeschlossen, da kommen wir nicht ran. Die können wir nicht umkippen, hier. Was ist denn das da? Ach so, ist der verkümmerte. Nee, warte mal. Ach, wir können es ja... Wieso können wir es nehmen? Warte mal. Was ist... Was hat es damit auf sich? Halt. Da. Inspizieren. Warum habe ich Blumen? Wofür könnte ich hier Blumen ver... Ach, okay. Das Wasser. Das Wasser. Für die Kohlen im Kamin. Das hat gedauert. Let's hope that worked. So, jetzt haben wir einen Schürhaken. Und damit machen wir das jetzt auf. Now, if I can find the sweet spot. This bone inlay is very ornate. Oh, sag mal. Naja, ist nicht von dem Mädchen. It's too dull to reflect. Just as well. I haven't slept in days. The detail is outstanding. Ich glaube, das ist ihr eigenes Zeug. Smells old and dusty. Ja, ist nicht von dem Mädchen. Recently. Ist nicht von dem Mädchen. Now why would she hide you? Vielleicht hat sie Angst, dass man ihr was anhängen wird. What's this? Der Stammbaum. Family tree. What on earth are you doing in my house, Mr. Connor? Mrs. Doer. It's Lady Doer to you. We live in polite society, last I checked. Lady Doer, let me explain. It had better be a bloody good explanation. Go on. There was an intruder in your house. I'll say. I believed they were here for Charlotte May. I believed you were in danger. So I came over to help. And where is this so-called intruder now, Mr. Conway? I trust you tried to apprehend him. Sadly, no. So it's just you and your word, then? Nein, die Kamera. Your daughter is a police officer, Mr. Conway. You should have called her. I believed your danger to be too immediate, m'lady. I was concerned for your safety. You can cut that nonsense out right away.
If you were concerned about me, then you'd have knocked on my door or checked on me. Instead, I come out to find you at this ungodly hour prying up my floorboards. This is clearly a matter for the police. And how, may I ask, did you know to look under there? Look, I can see you don't suffer fools, my lady, so I'll just come out. No need, Mr. Conway. You've been spying on all of us from your window. Not very subtle, if I do say so. Very astute. But please, if I may, I merely came over to ask you a few questions. I suppose you want to know why I stored my belongings under the floor. I want to know why they're all children's belongings. Charlotte May. I'm not given to the kidnapping of young girls. Why don't you just tell me what you were doing then? Very well. For the past few months, things have been going missing from my home. Bits and bobs, really, but as you can see, the simplest of things in this house would fetch a pretty penny. Last week, it was one of my porcelain dolls. I'm of the suspicion that my maid is stealing from me. So I hid my most cherished possessions under my floorboards. I've had that silver mirror you just found since I was a small child. It's worth more than daily of you itself. Regrettably, my late husband and I, well, we don't have a child of our own to leave these things to. I see now that I should have hidden them better. Can I ask, these missing items you speak of, are they all children's things? I couldn't say for sure, but I don't think so. The first thing I noticed missing was an old pocket watch. Kept it by the telephone here. Is it possible you could have misplaced it? Possible, yes. Likely, no. Who is your maid, if you don't mind me asking? Well, I say maid. She is a glorified cleaner. Shirley Downs. Shirley? Your neighbour? Yes, she owns the pub next door. She needed a little extra cash, and I needed my house to stop falling apart. I see. Seemed like a good idea at the time. Has she cleaned her long? A handful of months. The upstairs, mainly. I have no interest in going up there these days. Too many memories, and I can only walk so far before my feet give in. Do you think Shirley would break into your home? The intruder I saw. Could it be her, or someone you know? You say you saw the intruder. Break in? Well, out. They were picking the door, trying to lock it. Picking it? What does that mean? They had a... Trust me, they were up to no good with it. I gave Shirley a key. I'm certain she has no need to do such a thing. Lady Doa, would you allow me to search the upstairs of your property? I believe I may be able to shed some light on the situation, if you'd permit me. We should call the police, surely? Well, they haven't found Charlotte May yet. And they don't seem to be doing much about it. How about we postpone calling them for just a short while? I do say, how Machiavellian, Mr. Conway. You ask me to lie to the police. To your daughter, no less. Not at all. Just to postpone calling, in the pursuit of knowledge. Abgewunken. Die Klamotten von ihr sehen richtig krass aus, wie die fallen. So realistisch. The stairlift. I believe it still works. Dann war sie aber nicht oben. There should be another wheelchair up there somewhere. My late husband's. So, Moment. Wer war denn dann oben? Das war dann nachher die Person, die ausgebrochen ist, oder? Und wer war unten im Keller? War sie im Keller? Thank you.
Wer war denn im Keller, wenn sie nur... I haven't been up there for a year or two now. You will share what you find? Ich kann nichts versprechen. It would be my pleasure. Ich nehme das Englische. It would be my pleasure. Bleibt's jetzt da stehen? So, wenn sie also die letzten 2-3 Jahre hier nicht oben war, dann war die Person... Oh, and Mr. Conway, ja, ja. There's no electricity. You might want to use the lanterns. Okay. Dann war es die Person. Und die Person war eine Frau. Ah, okay, da ist der... Sieht fast genauso aus, nur ein bisschen älter. Aber ist krass, ja. Jetzt müsste ich glatt schon recherchieren, ob es so einen Treppenlift überhaupt damals gab. To find out what our intruder was up to. Okay. Vor allem ist ja überall offen. Das muss doch ziehen wie Hechtsuppe. Was ist das? These look like maritime telescopes. Older than me. Ich brauche Feuer. Der Tisch dreht sich. Theoretisch. Locked from the other side. Okay, Gas gibt's ja auch nicht. Da ist die Schatulle. Ich gehe gleich hingucken. Wenn ich hier nicht hängen bleiben würde. So. Und zwar hier, wo es so poltert. Now why is this open? I saw the intruder leave. Let's hope it stays that way. Ja, erstmal großen Schwenk. So, da unten. Ach. Wir haben schon lange keinen mehr gefunden, ne? Okay, Big Ben bimmelt. Another child's toy. Ja, die ist aber unschuldig. Aber es kann sein, dass jemand vielleicht durch die Shirley mitbekommen hat, dass hier eben halt Kindersachen sind. Und die Person, die hier einbricht, das Spielzeug für das Mädchen besorgt. Are you out there somewhere? Or are you in here? Rauchen? I will catch you. Das könnte aber der Raucherplatz von Shirley sein. I don't think I've seen Lady Dow's smoke before. Must be Shirley's. Ja, okay. So, mehr haben wir hier aber scheinbar nicht. Ne, ich sehe aktuell nichts. Das heißt, die Tür hat Shirley vielleicht offen gelassen. Unbeabsichtigt. So, wir gehen mal Büro. Halt, erstmal wieder hat. Da. The Doer Crest. Very fancy. Okay, Schiff rot. Wird vielleicht wichtig sein, diese Information. Okay, abgeschlossen. Hier ist eine Treppe, da kommen wir nicht hoch.
Reginald, altes Haus. Kannst du es fassen? Es ist schon 40 Jahre her, seit wir dein erstes Schiff, die Jewel, gebaut haben. Und jetzt schau sich einer mal dich an. Du bist der Mann von Geld und Einfluss. Ich schreibe dir, weil ich mich Ende des Monats zur Ruhe setze. Ich dachte, du solltest das von deinem alten Kumpel selbst erfahren. Mein Sohn Peter wird das Geschäft übernehmen, also wird sich für deinen Schiffsbedarf nichts ändern. Ich bin dir zu Dank verpflichtet, denn ohne die ganzen Aufträge, die du mir gegeben hast, könnte ich nicht so schnell in den Ruhestand gehen. Als Dankeschön möchte ich dir eine Flasche Pete Hill schenken. Wird leider nicht mehr hergestellt. Das sollte zeigen, wie dankbar ich bin. Dein Freund James, Metallwerke Jackson. Loved. Of course it is. Mit zwei Schlössern. To Shirley. Shelley's been gathering valuables. Perhaps Lady Doa was right. This all sounds fancy. Mrs. Downs, ich habe die Gegenstände, die Sie mir letzten Donnerstag vorbeigebracht haben, geschätzt, muss sagen, dass es um eine stattliche Sammlung handelt. Anbei ein kurzer Kommentar zu jedem Stück. Das Zigarettenet, wie aus lackiertem Holz mit dem Saphirbesatz und dem Silberrand, sieht echt aus. Interessante Gravur am Deckel mit den Initialen des Herstellers, ein schönes Stück. Die Goldbrosche aus Madagaskar mit Perlenbesatz und Abalonen-Einfassung ist ein ziemlich seltener Fund, auf jeden Fall interessant. Bei der silbernen Haarbürste mit Blumenmuster bin ich mir nicht sicher. Ein Teil der Details lässt mich vermuten, dass es sich um eine Kopie handeln könnte. Der Kerzenständer aus Silber mit Rubinbesatz sieht mir wie ein echtes Stück aus dem Jugendstil aus. T. Trilby. Okay, da wollte sich jemand was dazu verdienen, wie scheint. Hier ist noch ein Code. Sehr gut. Apropos, wir haben noch einen Code nicht gefunden, ne? Bei dem Dings hier. Oh, da ist ein Rekorder hier unten. Warte mal, zurück. Das, was wir umhängen haben. Das da. Oder was ist das? Well, what's this? Das hast du um. Right. The time is 10:50 on the 22nd. Let's have another look. Okay. Was kann sie von da aus sehen? Ich wüsste nicht, was man daraus sehen kann hier. Hä?